Hallo. Er hat es schon gesagt, ich bin der Dominik Kuhn, ich bin hier im Süden eher als Comedian bekannt, als Dodo Kay oder Dodo Kai, wie man sagen möchte. Und ich spreche tatsächlich auf Hochdeutsch, weil ich schon ewig Vorträge halte, schon viel länger als ich Comedy mache. Die halte ich irgendwie in ganz Deutschland, zum Teil auch in Europa. Und es ist nämlich so, dass ich im richtigen Leben was ganz anderes bin. Ich bin mal versehentlich Comedian geworden im Internet. Ich habe dem Internet echt alles zu verdanken. Ich habe den sozialen Medien alles zu verdanken. Aber ich bin eigentlich Werbefilmregisseur. Ich habe schon alles Mögliche gemacht, aber die letzten 19 Jahre war ich Werber bei der Werbung. Ich war also einer von den Bösen eher. Wenn es irgendwann mal Nürnberger Werberprozesse gibt, dann stehe ich auch vor Gericht und sage dann, ich habe von nichts gewusst. Also auf jeden Fall ist es deswegen tatsächlich so, dass sich die Leute immer wundern, ja, worüber redet denn der überhaupt? Und mein heutiger Vortrag heißt ja Asoziale Medien. Der ist auch jetzt nicht sonderlich lustig und ich meine das tatsächlich auch ernst. Und man fragt sich, warum hält so ein Typ einen Vortrag über sowas, der sich asoziale Medien nennt. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich seit einiger Zeit, obwohl ich diese Medien schon sehr früh genutzt habe, irgendwie immer mehr so die Idee habe, naja, es stimmt nicht alles. Immer mehr Leute beschweren sich, immer mehr Leute sind genervt, wie moderne Kommunikation funktioniert. Und bei mir hat das interessanterweise schon sehr früh angefangen. Der Nukleus zu diesem Vortrag ist irgendwie 25 Jahre her. Ich hatte 1992 mein erstes Handy, das sah damals noch so aus. Und ich kann mich erinnern, wann ich meine erste SMS bekommen habe. Ich glaube, das erzählt auch ganz viel über mich. Das war 1994 und ich saß in meinem Auto und ich weiß noch genau wo. Und dann macht das Handy piep, piep und ich gucke das an. Und das Erste, was ich dachte, war, oh nein, jetzt können die auch noch schreiben. Und das ist ein Gedanke, den heutzutage mehr und mehr Leute haben, habe ich festgestellt. Wir finden alle moderne Kommunikation super. Ich glaube, da sind wir ohne Ausnahme. Wir finden es zuerst mal gut, dass das gibt. Ich auch. Ich fand es von Anfang an gut. Ich habe seit 1994 einen Internetanschluss. Das Internet fand ich schon immer großartig. Die ersten Websites waren der absolute Wahnsinn. Die sahen so saumäßig gut aus. Das war einfach ein absolutes Wunder, dass das auf einmal möglich war. Jeder konnte ja online gehen und sich meine Website machen. Da gab es ja völlig geiles Zeug. Ich bin der Hans, das ist meine Plattensammlung. Ich bin der Jürgen, das sind meine Waffen. Also es gibt jeder konnte ja online gehen. Und es ist ja im Laufe der Zeit, vor allem so um 2004, 5, 6 rum, noch viel einfacher geworden. Durch eben diese sozialen Medien, die wir alle kennen. YouTube, Twitter, Facebook, was es da alles gibt. Auf einmal konnte jeder online gehen. Man musste nicht mehr zum Provider gehen. Jeder konnte irgendwie sein Hobby online stellen und in der Welt zeigen, was er macht. Sehr interessant. Auf einmal konnte jeder zeigen, was er macht. Wir können viele tolle Dinge dank des Internets, dank der modernen mobilen Kommunikation. Wir können ohne Ende zeigen. Wir können das Büro während der Arbeit verlassen. Wir müssen jetzt nicht mehr den ganzen Tag da rumhocken. Wir können, geht nicht mehr. Doch, wir können auf den Brockhaus verzichten, wir brauchen kein Brockhaus mehr, wir können alles auf Wikipedia nachlesen, im Urlaub mit zu Hause in Kontakt bleiben, immer für unsere Kids da sein. Gibt's auch schon viele, die sich fragen, ob das so gut ist und vor allem, ob die Kids das so gut finden. Wir können jederzeit überall Katzenvideos anschauen, absolut Wahnsinnsvorsprung, allen zeigen, wie toll und glücklich wir sind und noch mehr, wir können alle Superstars werden, man braucht halt keinen Fernsehsender mehr. Man kann irgendwie einigermaßen berühmt werden, indem man im Internet irgendwas macht. Also sprich, das Internet ist toll und es hat die Welt verändert. Und der Vortrag ist sehr kritisch, das werdet ihr noch merken, aber ich möchte mal eins klarstellen. Ich finde es wirklich gut. Also ich bin ein Early Adopter, ich bin immer einer der Ersten, der so Zeug mitmacht. Ich denke aber auch immer recht früh drüber nach. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin nur am Motzen. Ich finde es gut, aber es hat auch eine Schattenseite und die scheint immer mehr Leuten klar zu werden. Das kennt ja auch jeder, dieses Bild. Ich meine nicht das, aber das ist der Petersplatz in Rom 2005 und 2015. In 10 Jahren hat das Internet die Welt verändert. Wir alle kennen dieses Bild. Die Kids stehen auf dem Beyoncé-Konzert und gucken gar nicht selbst hin. Die gucken in ihr Handy und filmen, damit sie so schnell wie möglich auf Instagram kriegen. In jedem Handy ist eine Kamera drin und es wird nicht nur fotografiert, es wird auch geshared, geteilt. Jeder muss ja sein Zeug online stellen. Die fotografieren das ja nicht für sich selber. Kein Mensch guckt die Fotos jemals noch an. Das war 2011 in Asaro, Papua-Neuguinea. Ich habe das selber fotografiert. Papua-Neuguinea ist einer der weißesten Flecken auf der Landkarte. Und sie fahren da, also das ohne Scheiß, das ist jetzt kein Geschwätz, sie fahren da mit einem Einbaum auf einem Fluss 3 Stunden in den Dschungel und da ist nichts. Und sie treffen dann irgendwann auf solche Typen, die stehen da mit dem nackten Oberkörper, mit dem Speer im Einbaum, aber die haben ein Handy. Das hatten die 2011 schon. Das ist vollkommen abgefahren, weil die Telekommunikationsgesellschaften geschnallt haben, hier ist ein Markt, da stellen wir jetzt GSM-Masten in den Dschungel. Und der Punkt ist, jeder kann auf einmal mitmachen.
Das ist uns hier in der westlichen Zivilisation gar nicht so bewusst, aber auf einmal können die Jungs und Mädels dort auch auf Facebook gehen und Like klicken. Das Internet hat unsere Welt verändert. Und es gibt einen tollen Spruch, der heißt, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit muss keiner mehr die Schnauze halten. Das ist ein sehr guter Spruch, komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also nochmal, moderne Kommunikation ist super. Die Frage, ob das stimmt. Ich sage ja, es ist ein bisschen kritisch, weil ich immer mehr Leute höre und deswegen halte ich den Vortrag. Ich habe gar keinen Missionsbedarf. Immer mehr Leute beschweren sich und sagen, mir geht's langsam auf den Zeiger. Haben Sie schon mal in letzter Zeit, ganz ehrlich, jemanden einfach irgendwo auf einer Parkbank sitzen sehen und ins Leere glotzen? Das gibt's fast nicht mehr. In der westlichen Industriegesellschaft gibt's das fast nicht mehr. Die Handysättigung ist nahezu bei 100%. Vor allem bei den Jugendlichen übrigens ist sie tatsächlich 99,98% in westlichen Industrienationen. Es wird die ganze Zeit ins Handy geglotzt. Jeder von uns kennt das. Und da gibt es ganz viele Zahlen. Der Vortrag geht eigentlich viel länger. Ich könnte jetzt ganz viele Zahlen auspacken, das sparen wir uns heute. Ich habe nur mal zwei exemplarisch rausgesucht. Einmal ein Businessbeispiel. Angestellte im Management, also ab Mittelmanagement aufwärts. Wir reden nicht nur von den ganz oben. In Deutschland, Dänemark, Schweden, Großbritannien verplempern im Schnitt 4,2 Jahre ihres Lebens mit unnötigen oder überflüssigen E-Mails und Nachrichten. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen, dass man mal ausgerechnet hat, dass der durchschnittliche Autofahrer ungefähr 2 Wochen seines Lebens vor der Ampel steht. Überlegen Sie mal, wie lachhaft das ist gegen das hier. Unnütze E-Mails. Ich rede von unnützen, nicht von nützlichen E-Mails. Ich rede nur von den unnützen. Und das ist der zweite Zahlenblock, den ich interessant finde. Circa 2,4 Millionen Deutsche sind problematische Internetnutzer. Problematisch heißt, da stimmt's nicht mehr. Die kommen nicht mehr weg. Die sind süchtig. Wir reden von Sucht. Und circa 560.000, das war letztes Jahr die Zahl, sind pathologisch abhängig. Das ist ein geschwollener Begriff für, die müssen in die Klapse. Und das ist der Hammer. Und da guckt man noch nicht so richtig hin, aber das wird in den nächsten Jahren noch ein viel, viel größeres Problem werden. Und die Basis ist zuerst mal diese saumäßig coole Kommunikation. Aber es ist einfach so, wir machen zu viel Multitasking durch diese Medien und wir machen zu viel Bullshit. Wir gucken zu viel Katzenvideos an, wir gucken nicht nur intelligente TED-Videos an, die uns weiterbringen. Es wird ohne Ende Schwachsinn angeguckt. Das heißt, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, etwas ist faul im Staate Dänemark. Ich habe einen faszinierenden Zirkelbezug rausgefunden, weil ich ganz viel mit Leuten rede. Also das ist nicht so, dass ich irgendwas herfabuliere, sondern ich rede ganz, ganz viel mit den Leuten in den letzten 6, 7 Jahren und frage die immer, du, wie geht's denn dir so mit dem Zeug? Findest du das gut mit dem WhatsApp? Und das ist was Verrücktes, weil jeder, den ich frage, jeder sagt eigentlich dasselbe. Hey, ich bin so genervt, keiner antwortet mehr auf Nachrichten. Ich werde mit der Nachrichtenflut nicht mehr fertig. Ich kriege abends Nachrichten von Kollegen. Kein Schwein ruft mehr an, die schreiben nur noch, die texten nur noch, ruft keiner mehr an. Die klingeln gar nicht mehr an der Klingel, sondern die schreiben eine SMS, ich bin da. Die Welt ist halt schneller geworden, das ist der resignierende Spruch. Ja, die Welt ist halt schneller geworden, ist halt so. Aber die gleichen Leute, die sich darüber beschweren, die sagen alle auch, ja, ich schreibe halt lieber, weil dann kann es jeder sich selber entscheiden, wann er es durchliest. Ich lese die Nachricht, die ich kriege, irgendwann mal durch. Ich schreibe meine Nachrichten halt abends. Kann ja jeder selber entscheiden, wenn er seine Nachrichten liest. Also interessant ist, dass die Leute, die genervt damit sind, ganz genau dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen. Die Katze beißt sich 100% in den Schwanz. Und es ist eigentlich nur noch so. Aber keiner kommt aus dem Teufelskreis raus. Wir sind alle online, wir werden irre davon, abgesehen von den guten Seiten. Ich sage es nochmal. Aber wir entkommen nicht aus diesem Teufelskreis. Und man muss sich fragen, ob wir eigentlich ein bisschen blöd sind. Die Frage wird echt lauter. Viele Leute fragen, sind wir eigentlich alle nur noch Gaga? Nein. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, aber ich finde es einen wichtigen Teil, weil das zu meiner These gehört. Also wir sind nicht blöd, aber unser Unterbewusstsein ist sehr stark und unser Unterbewusstsein will eigentlich nur dafür sorgen, dass wir überleben. Wir gucken so ein bisschen in die Psyche, ins Gehirn, aber ohne neurobiologisches Blabla, sonst werden wir Gaga heute Abend. Aber das menschliche Hirn, die menschliche Psyche lebt in einer sehr tollen Spaltung zwischen modernem, vernünftigem Denken und uralten eingeprägten Verhaltensweisen, gegen die wir gar nichts machen können. Wir sind ja sehr intelligent und denken nach, aber ich glaube, das weiß jeder von Ihnen, dass wir auch Angewohnheiten haben, die sind uns gar nicht so recht. Wir kriegen die aber nicht los und die sind ultra stark. Man nennt solche Verhaltensweisen, die vielleicht aus der Urzeit auch stammen, Primings.
Ich mache mal ein ganz, ganz popliges, ganz dummes Beispiel. Vielleicht können Sie das nachvollziehen für so ein Priming. Hat jemand von Ihnen ein hohes Auto, ein Minivan oder ein SUV oder so und ist schon mal in ein Parkhaus reingefahren und hat instinktiv den Kopf eingezogen? Okay, Sie wissen, was ich meine. Es gibt ein paar, denen das schon passiert ist. Das ist ja vollkommen gaga, weil nämlich Ihr intelligentes Hirn, die intelligente Abteilung weiß, ich schlage mir hier nicht die Birne an. Und trotzdem ziehen Sie den Kopf ein. Das ist so ein Priming, das ist so ein Ding, das ist viel stärker als Ihr Bewusstsein. Was auch ein super Beispiel ist, auch mit Autos, wenn Sie jemand anderen wieder überholen auf der Straße und dann wird es eng und es reicht nicht, dass Sie sich dann so nach vorne beugen, wenn Sie den überholen. Das ist auch so ein Priming. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Und was ich Ihnen sagen möchte ist, Sie machen es trotzdem. Sie machen es trotzdem. Es ist unglaublich stark. Achten Sie mal in Zukunft drauf, wenn Ihnen das passiert, wie blöd das ist, dass man das macht. Und in unserem Unterbewusstsein, ich rede, wie gesagt, in sehr einfachen Termini. In unserem Unterbewusstsein hängen ganz viele solche Verhaltensweisen fest. Und ein Ding, was auch eingebrannt ist in unser Unterbewusstsein, ist die Sozialität. Der Drang des Menschen, sozial interagieren zu wollen, seinen sozialen Status erhöhen zu wollen. Das ist unglaublich stark und wir machen das die ganze Zeit, ohne es zu blicken. Und da guckt keiner hin. Ich sage Ihnen jetzt mal was, was das ganz schön illustriert. Diese Nummer mit der unterbewussten Sozialität. Wenn Sie das schon kennen, dann sagen Sie bitte nichts, dann behalten Sie es mal für sich und machen Sie es für die anderen nicht kaputt. Ich sage Ihnen hier ein paar Punkte. Jetzt kann man fragen, was ist denn das? Es gibt alle Möglichkeiten. Das könnte jetzt irgendwie ein Tannenbaum sein oder ein Schiff von oben oder ein Pfeil oder eine Rakete. Also es gibt Leute, die gucken das sehr lange an und die haben keine Ahnung, was das ist, weil es gibt ja auch 10 Millionen Möglichkeiten. Das Interessante ist, Ihr Unterbewusstsein weiß ruckzuck innerhalb von 0,2 Sekunden, was das ist, wenn ich Folgendes mache. Jetzt wissen Sie, was es ist. Das ist ein Mensch. Und das soll nur demonstrieren, dass Ihr Gehirn ganz, ganz wenige Informationen braucht, um rauszufinden, aha, das ist ein Peer, wie man da in der Fachsprache sagt. Das ist einer vom selben Stamm wie ich. Das ist ein Freund oder Feind, möglicher Fortpflanzungspartner, aber es ist zum Beispiel kein Elefant oder kein Säbelzahntiger. Und das Gehirn braucht ganz wenig Informationen, um es rauszufinden. Und das Lustige übrigens an dem Beispiel ist, man kann unterscheiden zwischen männlichen Peers. Und weiblichen. Oh. Ein ganz tolles Beispiel, das Kollegen von mir aus der Psychologie mal entwickelt haben. Und ich finde, das demonstriert wunderbar, wie stark die Sozialität, dieser Hang nach sozialer Interaktion im Unterbewusstsein verankert ist. Warum haben wir diese Fähigkeiten? Das ist ganz einfach, weil wir überleben wollen. Das ist auch ein altes Priming. Und ich vereinfache, heute fragt man sich, ja, warum ist das in unserer modernen Gesellschaft so wichtig? Das war damals viel wichtiger. Wenn man in seinem Stamm gelebt hat, in der Savanne, dann war es unglaublich wichtig, dass man bei denen gut angekommen ist. Weil wenn man nicht gut angekommen ist, dann haben die einen rausgeschmissen, die haben einen ausgestoßen. Und es hieß, man musste sterben. Damals hieß es das, man wurde gefressen oder ist verhungert oder beides. Auf jeden Fall war es scheiße. Es war früher noch viel wichtiger, dass man kein Idiot ist als heute. Und das hat sich unser Unterbewusstsein gemerkt. Ja, merken Sie sich den Spruch, den ich gerade gesagt habe. Das hat sich das Unterbewusstsein gemerkt. Und das Hirn hat übrigens ein System, das dafür sorgt, dass wir was für unseren sozialen Status tun, also dass wir unser Überleben sichern, unser Fortpflanzen. Das Gehirn hat ein System, deswegen machen wir das. Und zwar schüttet das Hirn, zumindest sorgt es dafür, dass immer, wenn wir was für unser Wohlsein tun, also für unser Überleben, schüttet ein Neurotransmitter aus, der heißt Dopamin. Dopamin lässt uns wohlfühlen. Dopamin wird immer ausgeschüttet, wenn wir uns was Gutes tun. Wenn wir Schokolade essen, wenn wir was Tolles machen, wenn wir überhaupt essen, wenn wir Sex haben, wird Dopamin ausgeschüttet. Und das Tolle ist, dass wenn man Dopamin ausgeschüttet wird, dann fühlt man sich wohl und man will das ja wieder haben. Das heißt, man möchte wieder was Gutes für sich tun und dann entwickelt sich relativ schnell eine Sucht. Von Dopamin kann man süchtig werden. Und Dopamin wird tatsächlich ausgeschüttet, hört sich völlig bescheuert an, wenn Sie die ganze Zeit auf Ihrem Handy rumtippen. Wenn Sie irgendjemandem eine Nachricht schicken und Sie kriegen eine Antwort, wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn Sie auf Facebook geliked werden oder auf Instagram, schüttet Ihr Hirn Dopamin aus und Sie werden irgendwann mal süchtig davon. Dopamin ist dasselbe, was ausgeschüttet wird, wenn Sie Heroin spritzen oder wenn Sie saufen, wenn Sie spielen, wenn Sie rauchen, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und da übrigens ein Nebensatz, wenn Sie einem 15-Jährigen ein Handy geben, dann ist das ungefähr dasselbe, wie wenn Sie dem 15-Jährigen in seiner Pubertät sagen, hey, wenn es dir mal nicht so gut geht, hier ist der Alkschrank, zieh dir einen Whisky rein. Und da denken viele Leute nicht drüber nach. Es ist nämlich einfach so,
ganz klar, das habe ich nicht erfunden, da gibt es Zahlen, dass Handygebrauch, moderne Kommunikation, dasselbe ist wie eine Sucht von irgendeiner anderen Art, die Sie sich aussuchen können, weil das Unterbewusstsein nichts von der modernen Welt weiß. 1996 hat die Industrie was gelernt. Können Sie sich an dieses Gerät erinnern? Das Tamagotchi war das erste Gerät, das nicht mehr passiv war. Und das war eine Dopaminmaschine. Wir haben Dopamin ausgeschüttet, wenn unser Küken glücklich war. Und das Handy ist nichts anderes als eine Fortentwicklung davon. Das ist einfach eine Fortentwicklung des Tamagotchi. Es hält uns immer beschäftigt. Und ganz wichtig, der Mensch hat auf einmal ein Gerät, mit dem er jeden Hirnfurz ungefragt loswerden kann. Und das ist der Punkt. Das macht er auch, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Da kommt 80% der sinnlosen Nachrichtenflut her. Wir haben ein Gerät, wo wir es reintippen können. Jetzt kann man sich fragen, was willst du von uns? Ist das jetzt so schlimm? Und wieso heißt der Vortrag überhaupt asoziale Medien? Das ist mein letzter Punkt. Es gibt ein Konstrukt, hört sich auch mega geschwollen an, aber es ist absolut klasse. Es gibt ein Konstrukt, das ist der Social Contract, le contrat social oder auf Deutsch der Sozialkontrakt. Das wird schon seit dem Mittelalter diskutiert. Was ist das? In ganz einfachen Worten, ein Sozialkontrakt ist etwas, was in der Zivilisation zwischen den Menschen entsteht. Wenn Menschen zusammenleben, zivilisierte Menschen, dann entwickeln sich Verhaltensweisen, stillschweigend oder nach Absprache, aber sie entwickeln sich mehr oder minder von selbst. Ein Sozialkontrakt ist, wenn ich sage, hallo Maria und Maria sagt, hallo Dominik, dann ist der Sozialkontrakt erfüllt. Und jetzt haben wir mit den Handys und der modernen Kommunikation und Facebook und was es alles gibt, auf einmal ganz, ganz viele neue Sozialkontrakte dazu bekommen. Und ganz wichtig ist, die sind nicht von selbst entstanden, die sind mit den Geräten dazugekommen. Ich glaube, jeder kennt diesen neuen Sozialkontrakt. Die zwei Häkchen bei WhatsApp, die sind ein Sozialkontrakt. Du hast doch die Nachricht gesehen, wieso antwortest du nicht? Und ich könnte Ihnen jetzt hier, wenn ich Zeit hätte, 15 neue Sozialkontrakte aufzählen, die wir nur deswegen haben, weil wir die modernen Kommunikationsmedien haben. Nummer auf dem Display sehen ist ein neuer Sozialkontrakt. Du hast doch meine Nummer gesehen, ruf mich zurück und so weiter. Auf Facebook Status ändern, Beziehungsstatus ändern. Das sind alles Sachen, das sind neue Sozialkontrakte. Und das Wichtige ist, diese Sozialkontrakte sind nicht von selbst entstanden, sondern die haben wir bekommen mit den Geräten. Ganz einfach. Die Telekommunikationsgesellschaften, das hört sich jetzt schrecklich an, aber die haben es gewusst. Die haben gewusst, als sie die SMS erfunden haben. Oder Facebook hat gewusst, als sie den Like-Button erfunden haben, was sie da machen. Sie wussten, dass sie Dopamin ausschütten lassen. Und ich finde, der größte Trick, den dieser Teufel, ich verteufle die Telekommunikationsgesellschaften, jemals abgezogen hat, ist nicht, dass er das erfunden hat, sondern dass er uns glauben lassen hat, dass es nützlich ist. Ja, wir glauben alle, das ist doch super. Wir haben das neue iPhone mit Gesichtserkennung und das ist doch super. Aber kein Mensch denkt an keinem Punkt drüber nach, ob es wirklich nur super ist oder ob es auch Probleme macht. Denkt an den Anfang vom Vortrag zurück, was wir alles auf einmal an Stress an der Backe haben. Das Motiv von 80% aller elektronischen Nachrichten ist, das ist ja so nützlich. Ich sage, nee, Motiv von 80% aller Nachrichten ist, Hauptsache ich hab's weg. Und wenn man mal ein bisschen weiter guckt, ist natürlich fies, dass ich das behaupte, Hauptsache ich hab's weg, heißt ja eigentlich nichts anderes als, der andere ist mir doch scheißegal. Ich schreibe jetzt die Nachricht, ist mir doch wurscht, ob es den interessiert oder nicht. Und was ist das? Das ist ja eigentlich Narzissmus, ein böses Wort, das nicht viele hören wollen, aber eigentlich müsste man sagen, dass Narzissmus asozial ist. Jetzt werden Sie sagen, spinnt der eigentlich, der kann mich doch nicht als asozial bezeichnen. Nein, mache ich nicht. Aber ich möchte Sie ein bisschen zum Nachdenken bringen. Zum Beispiel kann mir kein Mensch erklären, wozu sonst denn der Selfie gut sein soll. Wozu ist denn der Selfie gut? Der Selfie ist ja völlig abartig. Jeder macht ja die ganze Zeit Selfies. Selfie-Wahn ist abartig. Wozu ist der Selfie gut? Als um sich selbst zu präsentieren. Nochmal, ich meine es nicht böse. Das ist nur, sie tun was für ihr Überleben. Sie tun was für ihre Fortpflanzung. Ich bin toll. Ich war auf dem Helene Fischer-Konzert. Ich mache ein Selfie. Das ist ein Foto von Hillary Clinton. Gucken Sie mal genau hin. Vollkommen abartig. Die Leute machen Selfies, Selfies, Selfies. Fragen wir uns, ob es nur sozial ist oder ob es auch ein bisschen asozial ist. Rücksicht ade. Da bin ich auch demnächst am Ende. Gibt ganz viele neue Sachen. Können wir stundenlang drüber reden? Die haben wir erst, seit wir Handys haben. Kennen Sie diesen Wahn, dass plötzlich alle 3 Minuten vorher Termine absagen? Das gab es vor 15 Jahren nicht. Wenn du um 5 zum Kicken verabredet warst, dann bist du gekommen oder du warst der Arsch.
Und jetzt ist es so, dass man halt einfach ins Handy reinschreibt, ich komme nicht mehr, ich habe was Besseres. Das ist eine neue Entwicklung, die es vor kurzem noch nicht gab. Diese Downvoterei auf YouTube oder auf eBay, negative Bewertungen schreiben, auf TripAdvisor, Restaurants schlecht schreiben, nur weil man selber angepisst ist. Das einzige Motiv ist, ich bin angepisst. Und auf einmal haben die Leute ein Medium, um das reinzuschreiben. Selectivism, was ist das? Das ist, anstatt den Hintern zu bewegen und zum Beispiel vermisste Personen zu suchen, einfach im Internet auf Like klicken und Suchaufträge teilen. Aber dann hat man nichts gemacht. Das wird zum Problem. Immer weniger Leute bewegen sich, sondern die klicken Like und denken dann, das ist psychologisch wichtig, die denken, sie hätten was getan. Die Polizei wird irre von den Leuten, die aus reiner persönlicher Geltungssucht ständig Zeug posten, das falsch ist. Cybermobbing. Wie gesagt, ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Ich mache es nicht, weil ich sowieso schon überzogen habe. Und so weiter. Erinnern Sie sich an den Spruch? Vom Anfang ist es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass niemand mehr die Schnauze halten muss. Ich möchte noch eins dazu sagen, weil man hört auch gleichzeitig immer mehr, es gibt immer mehr Dumme. Ich höre immer mehr, es gibt immer mehr blöde Leute. Ich sehe das nicht so. Es gibt nicht mehr Dumme relativ gesehen, aber die Dummen haben auf einmal ein Medium. Das ist ein ganz fieser Spruch, der hört sich sehr elitär an. Aber es ist schon tatsächlich so, dass Leute, die vielleicht besser mal die Schnauze gehalten hätten, jetzt auf einmal das irgendwo reinschreiben können. Und ich sage auch was ganz Hartes, den hier haben wir an der Backe, weil das so ist. Das ist tatsächlich so. Die Menschheit hat ein Meme, einen Internet-Joke im Prinzip zum Präsidenten gewählt. Und das wäre vor 15 Jahren nicht möglich gewesen. Denken Sie mal drüber nach. So, fertig. Drei Tipps. Da kann man doch nichts mehr dran ändern, sagen die meisten Leute, mit denen ich rede. Da kann ich nichts machen, das ist vorbei, das ist halt so. Nein, das sehe ich anders. Da kann man es machen. Nummer eins, fangen Sie mal bei sich selber an. Wenn Sie morgen oder nachher ins Auto sitzen und irgendwas in Instagram posten oder irgendwas liken, dann machen Sie mal Folgendes. Machen Sie mal 5 Sekunden Pause und überlegen Sie nach dem, was Sie hier gesehen haben, warum Sie das liken. Machen Sie es einfach mal. Gucken Sie mal, was passiert. Das ist ganz interessant, weil Sie werden ganz oft feststellen, da geht es jetzt gerade um Sie, um nicht um die anderen, die dann alle so nett sind. Denken Sie einfach mal drüber nach. Das ist nicht fies. Ich sage nicht, dass Sie Narzissten sind. Ich finde, das ist alles okay. Aber denken Sie mal drüber nach und Sie werden feststellen, dass viele dieser Dinge gar nicht sein müssen. Numero duo. Denken Sie an mein Ding mit dem Social Contract. Schließen Sie Sozialkontrakte. Was heißt das? Wenn Sie irgendjemand Ihre Handynummer geben und Sie sind zum Beispiel kein WhatsApp-Fan, sagen Sie das der anderen Person. Sie können mit den Leuten Sozialkontrakte schließen. Sie können, es ist in Ordnung und niemand macht es mehr. Den Leuten sagen, ich gebe dir jetzt meine E-Mail-Adresse, aber schick mir bitte nach 18 Uhr keine E-Mails mehr. Das geht. Machen Sie es. Das ist out, aber das muss wieder in werden. Schließen Sie mit den Leuten Sozialkontrakte. Und mein allerletzter Punkt, bleiben Sie kritisch. Wenn irgendwas Neues kommt, wir leben in einer rasend schnellen Welt, da gibt es wieder 10.000 geile Tamagotchis und Geräte. Kann alles super sein, aber denken Sie mal für einen Moment drüber nach, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das nur so eine Dopaminmaschine, die meine Fortpflanzung sichert? Und damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.